Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Assassin's Creed und begeben uns mal zu der Mission. Und ja, kehren wir zurück halt und sind gespannt, was passiert. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Sokki, Rarondunde, Wasagohrori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau, Toyedene, Zinue Rodiskaragete, Junkquirotaguani, Dehni Zarugi, Totni Dagwe, Yatehni Ganare, Ziosumwaya. Danu Akwegu, Gasumwa Hunzi. Yotzi Zizu, Yagode Denegwa Dawagu, Danu Rarondo de, Yesutne Irede. Zokki, Osumagu, ja undke Doda, Ahirek, Dogatka Negre. Tudayawasi, Rarondo de, ja Sagorege. Osumagu, ja eantatne, ne Yotzi Zizu. Zi wa agoyantat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat de gahderege. Ja ehowe, zi ja eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Gats gohneraga, dag wogara duhas. Ich verstehe dich nicht. Du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zur Jötunheel mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heel willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste,
Türk war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache, für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... Oh. dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwagara du hast seine Art Nowhere, Raugara. Nene auch niot die Water det Nowhere. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gwa, das nu sage, wat nit da herde. Da gwa weirde, go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayesa haharahta. Gahnaraga. Okay. Wir gehen mal dahin und führen das Gespräch. Reisen wir wieder zurück? Oh, sieht auch schick aus. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ganze Spiel ist voll solcher Bilder. Von mir, wenn sie keine finden, müsste ich das echt mal machen. Warte mal. Solche Aufnahmen auch mal teilen. Gibt ja haufenweise solche. Also schon, wenn ich das Spiel spiele, habe ich wieder solche Bilder, die ich sage, wow, sehr schick. Also das haben sie schon gut hinbekommen, da kannst du nicht meckern. Wo soll ich die finden? Vorweg. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Gorm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Gorm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben
und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Wahlstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See. Drei Wochen habe ich das letzte Mal gebraucht. Was machen die da drei Wochen lang bei Wind und Wetter? Kannst du denn nirgendwo reingehen? Wenn die auf Toilette müssen oder schlafen oder einfach mal Ruhe wollen. Da sind wir wieder zurück. Sehr gut. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zur Randwee. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Wir wollen da oben hin. Mit ihr nicht reden. Weiß nicht, ob sie da ein bisschen Geld für uns hat oder Silber. Nö, nicht. Nun muss ich gehen. Auf bald. Dann können wir da nochmal ein anderes Mal wieder. Weiß nicht, ob der irgendwas Festes hier hat. Guten Tag, guten Tag. Was bietest du heute an? Okay. Ich möchte immer gerne das neue Set haben oder das komplett haben, damit wir auch da die Fähigkeiten oder den Effekt nutzen können. Eivor, schön dich zu sehen. Wie geht es dir, Tova? Hältst du durch? Jetzt viel besser, glaube ich. Ich vermisse Svein jeden Tag und doch ist er bei mir. Sein Huga findet sich in jedem Entwurf. Daran zu denken, hilft. Das freut mich. Und ich biete mich gern als deine Leinwand an. Gut, fangen wir an. Sieh dir unbedingt meine neuen Entwürfe an. Zeig mir, was du anzubieten hast. Wo ist da was? Ah, da. Mach mal sowas. Autsch. Hab ich irgendwas? Was ich für eine Frisur habe. Ich habe keine Ahnung. Ach so, die. Nichts weiter? Was tust du hier noch gleich? Wenn du dich tätowieren lassen willst, dann komm zu mir. Und ich freue mich auch über... Ich muss los. Hoffentlich bis bald. Okay. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise.
Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kyrtvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Sehr gut. Na komm, wir mal langsam weg. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Ich würde meinen, dass wir erstmal an dieser Stelle kein neues so eine Aufgabe übernehmen. Und zum Beispiel mal um irgendwas anderes kümmern. Das hier. Oder wir versuchen uns mal an so ein. Haben wir noch welche? Ah, bin ich zu weit draußen. Wir suchen die mal. Sollte ja auch mal machbar sein und schaffbar sein. Und von Fähigkeiten her sind wir, oder von der Stufe sind wir gut unterwegs. Sollte eigentlich möglich sein. Aber ich streiche mal das eigentlich und ich möchte aber noch gerne da rein. Bis jetzt habe ich noch keinen Weg gefunden. Ärgert mich ein Tick. Hier reingehen soll. Bis jetzt noch nichts gefunden, aber. Na gut. Kümmern wir uns mal um den kleinen Schlingel. Ah, mir fällt gerade auf, dass wir von den Balken her ein Tück zu wenig sind. Gut, 22 Pfeiler. Wir schon ein bisschen was mit anfangen. Jetzt haben wir auch die Fähigkeiten, dass wenn die uns schlagen und wir geschickt schlagen und wir geschickt ausweichen, dass wir da oder dass sich die Zeit verlangsamt und da können wir ihnen doch schon ein bisschen Schaden machen. Ich weiß noch nicht, ob der das war mit den komischen Brandbomben oder anderen Dingern, die explodiert. Ich glaube, dass es dieser hier war. Hast das Riesenschild, was der so an sich hat. Komm her, du. Oh. Nein, da steht wieder. Was für ein Krepel. Ich meine, dass wir beim letzten Mal nicht allzu viel Schaden gemacht haben. Und der ein Tick mehr. Wow. Dunkelheit, du
Kind. So, wir heilen uns mal. Das ist echt eine sehr gute Fähigkeit. Sehr schön. Ich diente einst unter dem heiligen Chiara bei Tamefjord. Ich war ein Mönch. Ich hätte dort bleiben sollen. Starb der heilige Chiara mit seiner Axt in der Hand? Man wird den heiligen Chiara dafür verehren, dass er nicht zur Axt griff. Hätte ich nur auch so gehandelt, wäre ich nun nicht auf dem Pfad der Gewalt gewandelt. Die alten Götter werden mit der Zeit verblassen. Möge Gott mir meine Sünden vergeben. Der kann ruhig hier liegen bleiben. Sehr schön. Wir bräuchten wieder ein Tick paar Pfeiler. Ich hatte so ein paar verloren. Und ja. Sind da welche? Alternativ da oben wahrscheinlich. Hier darf mich niemand sehen. Ich hoffe, dass hier niemand da ist. Oh. Finde ich ärgerlich, dass das wieder oben ist. Okay, dann doch nicht hier oben. Schade. Noch eine Mahlzeit, aber die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Oh nein, ich bin tot. Okay, fast. Ich habe überlegt, ob es da unten reingeht irgendwo.
Silber brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Oder? Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Da waren wir schon drin, ne? Hier schon mal? Ich glaube, ja. Kann wieder rausgehen. Ich dachte, da gibt es irgendeinen Weg zu den Rüstungsteilen, aber wenn ja, dann nicht über das hier. So. Wir gucken mal zu den Leuten auf dem Orden. Es läuft noch einer rum. Oder noch zwei. Wir markieren den mal und schnappen den uns. Ansonsten haben wir noch irgendwas bekommen. So, der muss rot sein und der ist hier. Können wir da einreisen? Dann schnappen wir den. Dann schnappen wir uns den noch. Oh, da ist er schon. Finden wir vielleicht noch ein paar Pfeile? Das wäre gut. Was war hier gerade? Ich kann sagen, da ist er, aber nein, das ist er nicht. Da ist ein Stückchen weiter vorne. Da finden wir bestimmt ein paar Pfeiler. Sonst stolpern wir so oft über welche. Proviant-technisch sind wir gut aufgestellt. Was? Hm.
nicht getroffen. Schade. Auch geschafft. Achso, muss erst mal bestätigen. Ein Wurm kroch an. Er riss einen Mann in zwei, bis Woden 9 glorreiche Zweige nahm. Ist das ein Gebet? Ein Opfer? Oder der Rest eines Schwurs? Nur ein Zauber, den ich nie beendet habe. Sehr gut. Merken wir auch noch. Dann haben wir da die drei erledigt. Also... sind Wölfe. Die lassen wir mal in Ruhe. Die können sie auch in Ruhe lassen. Schade, dass ich so ein großes Schild von denen nicht mitnehmen konnte. Das wäre echt sehr schick geworden. Ich muss mich in Acht nehmen. Pfeile, bitte. Nein, hat er nicht. Schade. Möge Thor dich segnen. Dankeschön. Was uns da erblickt hat. Ja gut, haben wir schon 8. Das ist gut. Brauchen noch ein paar mehr und dann läuft das. Weitere 6. Wer war das 6? Anscheinend nur 2. Plus 3. Mehr, das passt schon. Dann können wir den einen jagen gehen und uns freuen, wenn wir den auch erledigt haben.
Da. Oh, der eine ist riesig groß. Sehr gut. Okay. Wir suchen noch den einen. Da ist er. Muss mal kurz hier rausrennen aus dem Gebiet. Jetzt sollten wir reisen können und nach dort. Den machen wir noch. Dann haben wir da die drei erledigt und das ist gut. Dann haben wir drei weniger, die wir erledigen müssen. Wir können demnächst mal wieder ein paar solche Rätsel machen. Da wohl auch noch so ein paar Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Wo es vorher von der Stufe her nicht gepasst hat. Ist er das da oben? Hey! Oh, das ist aber nett von dir, dass ihr da auf uns wartet. Ich weiß aber nicht, wo der letzte Punkt ist. Ah, sieh mal das. Oh. Sehr gut. Die Trolle werden dich holen. Ich sah eine Krone auf einem Waschbecken. Lag einfach da. Ich stahl sie, rannte, versteckte sie. Nun erfreuen sich die Maden daran. Sollen sie das alte Albion regieren? Sehr gut. Okay. Wir machen den nächsten Mal da weiter. Ich weiß nicht, was wir da von der Mission machen müssten, was da noch offen ist. Wir gehen die auf jeden Fall an. Dann können wir uns hier noch ein bisschen rumtreiben. Wieder ein Stückchen weiter Richtung Süden. Das ist alles noch was, wo wir uns rumtreiben können, ganz entspannt. Auch das nicht mehr. Müssen wir später tun. Auch da nicht, aber kommen wir bald hin. Und hier oben, also da können wir uns austoben. Hier, das, ja, fast demnächst, aber hier ist wieder machbar. Wir gucken aber erstmal hier unten weiter. Ich bedanke mich.
Oder müssen wir vorher nochmal zur Karte? Naja, wir könnten auch hier so ein paar Dinge erledigen. Wir finden schon was. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.